Ein Elfer. Und hier ist Ihr Moderator, Albert Nsia. Ich grüße euch hier aus Frankfurt, aus dem bitter, bitter, bitter kalten Frankfurt. Minus 5 Grad, gefühlt wie minus 20, muss ich sagen. Und ich bin hier dicker eingepackt und mir gefriert das Blut in den Adern, wenn ich nur sehe, wie die Jungs sich hier gerade warm machen mit ihren kurzen Hosen. Aber dieses Warmmachen ist bitter nötig, denn wie gesagt, es ist schweinekalt. Kommen wir zum Fußball. Ja, Maccabi Frankfurt spielt heute hier gegen Spielvereinigung Fechenheim. Das heißt Tabellenplatz 4 gegen Tabellenplatz 1, den Tabellenführer der KOL. Frankfurt. Fechenheim, die Jungs wollen aufsteigen, definitiv, haben sie mir gesagt, haben sich auch in der Winterpause mit 3 Neuverpflichtungen nochmal verstärkt, um dieses Ziel auch umsetzen zu können. Maccabi hingegen auf Platz 4, die Jungs sind 9 Punkte hinter Griesheim Tarek dran, das heißt eigentlich egal, wer hier auf diesen Platz kommt oder wo man hingeht, 3 Punkte müssen eingefahren werden, da kann kommen, wer will, wenn man da oben überhaupt noch mitsingen möchte. Wenn ich mir den Platz hier angucke, der ist steinhart, man hört das Bälle dotzen, die Stollen hört man, also es ist der Wahnsinn. Das ist ehrlich gesagt mehr Boden als Rasen. Aber wie die beiden Mannschaften damit umgehen, das schauen wir uns am besten jetzt einfach mal an. Viel Spaß euch. Und zum Glück war der Moderator der Einzige, der rumgeheult hat. Alle anderen 22 Mann spielten Männerfußball. 6. Minute, da ist es das 1:0 für den Tabellenführer aus Fechenheim. Da macht David Simons Sohn eine ganz, ganz schlechte Figur. Und ich muss schon vorweg sagen, es wird auch nicht sein Spiel werden. Wenige Torchancen, die es gab, machten die Fechenheimer rein. Das war jetzt die zweite und es steht mittlerweile nach 13 Minuten schon 2:0. Armin, alles nur wegen dir. Weiter so, Fechner, komm! Rüssel! Torwartfehler hin oder her, die Fechenheimer machten das Spiel und somit der 2:0. Zwischenstand auch völlig gerechtfertigt. Doch es ging ja noch weiter. Achtung, jetzt wird's kurios. Mit links das Ding langgezogen und der fällt hinten rein. Der absolute Knaller. Also wenn das Ding gewollt war, dann fresse ich einen Besen. Niemals wollte Joel Remhoff den Ball so reinmachen und da sieht der Keeper auch wieder mehr als nur schlecht aus. Tja, der wird länger und länger und länger, dann mach doch die Finger lang und dann kommst du vielleicht noch dran und lenkst das Ding an die Latte, aber gut. Als Außenstehender ist das immer ganz, ganz einfach zu sagen. Jetzt Foulspiel, nein, weiterlaufen lassen und der Ball geht wieder hoch aufs Tor, aber diesmal drüber. Dann Freistoßsituation. Stark gehalten, schön geschossen von Tolga. Tugua aber im Kasten, der David, da konnte er sich endlich mal beweisen. Mittlerweile dann auch die zweite Halbzeit angebrochen und es ging in die gleiche Richtung. Pfostentreffer hier nochmal für den ganz, ganz stark spielenden Kamil Yıkılmaz. Und die Mann von Fechenheim weiter im Angriff. Oh, ganz stark gehalten. Das war dann auch mal ein kleiner Lohn für David Simons Sohn, dass er auch die Dinge halten kann. Dann hatte Trainer Maximilian Eilingsfeld in der 60. Minute ein richtig gutes Händchen, denn er brachte Thilo Tanecek, der auch nur 2 Minuten brauchte, um diesen Treffer zu machen und somit stand es nur noch 1:3. Diese Einwechslung brachte dann nochmal richtigen Schwung in die Partie für Maccabi. Und wie wir alle wissen, so ein Anschlusstreffer, der kann auch manchmal Berge versetzen. Und genauso war es dann auch. Eckball und... Richtig, ihr habt es gehört, der Pfiff. 11 Meter für Maccabi. Die Jungs hier von Fechenheim beschweren sich, aber ich weiß gar nicht warum.
Ich glaube, die haben dem was in die Kabine gelegt. Alles richtig vom Schiedsrichter und einen Umschlag hat er dafür auch nicht gebraucht. Also zu Recht 11 Meter und es tritt an. Ibrahim Abus, der zum 2:3 verkürzt. So zwei Tore kurz hintereinander können ein Spiel auch schon nochmal drehen, wenn man denn dran bleibt. Dran blieben aber die Jungs aus Fechenheim. Vier zu zwei. Nein, doch nicht. Abpfiff. Ja, und das zu Recht. Ganz klar. Da gibt es eigentlich nichts aufzuregen. Nick Löchner mit dem viel, viel zu hohen Bein. Also alles richtig von Mirko Radl. Aber Achtung. Zack. Da ist es das Bein gewesen von Josip Dolic. Da kam er diesen sogenannten Schritt zu spät im wahrsten Sinne des Wortes. Wasim Oas erhöht hier auf 4:2 und lässt Maccabi somit quasi gar keine Chance, noch näher ranzukommen. Es war dann letztendlich auch Richtung Spielende gehend nur noch Fechenheim, die hier das Spiel machten und die Chancen masse en masse sich rausspielten. Und jetzt kommt ein richtiges Sahnestück. Achtung! Zack, zack, zack! Oh, sensationell! Und dieses Sahnestück, das gucken wir uns natürlich nochmal in der Zeitlupe an. Ganz klar, jawohl, Schiri! Dann kam es dann richtig dicke, wie gesagt. David Simonsson hatte schon einen Scheißtag. Dieser Scheißtag wurde dann aber, naja, kann man jetzt sagen, glücklicherweise beendet. Gelb-rote Karte, zweimal wegen Meckerns und Elfmeter. Und es steht 2:5. 2:5 dann auch der Endstand. Fechenheim weiterhin Tabellenführer der KOL und für Maccabi war es das wahrscheinlich, was die Aufstiegsambition betrifft. Hey, seid bereit, Jungs! Seid bereit! Gegen den ersten FC kenne ich dich! Auf einen geilen Sieg heute, Jungs! Ein dreifaches Hüppel! Und wir singen! Was sagst du zu deinem Torwart? Ich meine, der hat heute einen rabenschwarzen Tag erwischt, oder? Ja, einen ganz rabenschwarzen Tag. Muss jetzt den Kopf hoch, muss dazu stehen. Und ist natürlich bitter, wenn es so läuft, so Gegentore kassierst. Muss das wieder besser machen in den nächsten Spielen. Jetzt in der zweiten Halbzeit ist das Spiel fast noch gekippt. Woran lag's? Ja, wir wollten erstmal auf Sicherheit spielen. Das ist ja bis zum ersten Gegentor hat es auch sehr gut funktioniert. Meistens ja. Immer nur so lange, ja, ne? Ist klar, ne? Gibst du dem zu, was der Trainer gesagt hat, oder hat er nur dummes Zeug gemacht? Er guckt noch zu, ich merke schon die Blicke von ihm, deswegen er hat schon recht. Man merkt halt schon, wir sind eine sehr junge Mannschaft, also wir haben vielleicht ein zwei, drei Spieler, die über Mitte 20 sind, ja, das ist alles drunter und wenn man da 3:0 führt, dann nimmt man das vielleicht auch so ein bisschen. Vielleicht die letzten 2-3% der Ernsthaftigkeit haben dann gefehlt. 7 Tore bei -7 Grad hier aus Frankfurt. Das war's für heute. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.